Güstrow strahlt. Der Gewerbeverein Güstrow e.V. und die Baler Stadt Güstrow lassen die Innenstadt an den Adventswochenenden weihnachtlich erstrahlen. Für den dritten Advent steht der Markt mit dem Rathaus im Fokus. Am vierten Adventswochenende dann der Markt mit der Pfarrkirche. Eine traumhafte Lichterwelt lädt Besucher in den Igerpark Rostock zum Staunen ein. Lumagica, ein magischer Lichterpark, eröffnete seine Pforten und sorgt bei Groß und Klein für strahlende Augen. Auf einem 1,5 Kilometer langen barrierefreien Rundweg gibt es über 250 Lichtmotive zu entdecken. Am 15. Dezember starten im Rostocker Zoo die Zoolights und verlängern den Zoobesuch. 162 Leuchttiere aus den Zoos Osnabrück und Heidelberg sollen den Park in eine magische Leuchtoase verwandeln. Die Leuchtfiguren bestehen aus chinesischer Ballonseide. Die Zoolights führen auf einem Rundweg durch den historischen Teil des Zoos, der über den Eingang Trotzenburg zu erreichen ist. Zu sehen sind die leuchtenden Tiere ab dem 15. Dezember, jeweils mittwochs bis sonntags. Das Literaturhaus in Rostock lädt am 17. Dezember zur Weihnachtshauslese ein. Hier gibt es nicht nur Lieder und Gedichte mit leisen Tönen und verbindenden Worten. Der Weihnachtsmann soll sich warm anziehen. Die Moderation übernehmen auch in diesem Jahr Jens Lippert und Tobias Wolf. Die Kulturtipps in Zusammenarbeit mit dem Kulturkalender. Unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern.